Guten Morgen, Leute. Wir haben gerade 7 Uhr und ich bin jetzt zu Tim gefahren und werde ihn jetzt mal wach klingeln. Hoffentlich ist er schon wach, weil heute geht's mal wieder wohin, wo wir euch auf jeden Fall mitnehmen wollen. So, guten Morgen, sind wir schon wach, oder good was? Good morning. Come in. Also gut, wie es aussieht, ist Tim schon wach. Dieses ganze Zeug, was man jetzt gerade nicht sieht, weil es viel zu dunkel ist und wir müssen trotzdem leise sein, tragen wir jetzt mal ins Auto, oder? Ja. Okay. So Leute, eigentlich wollten wir mit dem anderen Auto fahren, aber es ist hier letztendlich doch mal wieder auf den guten Transit hier rausgelaufen. Na, besser als laufen, oder? Ja, schon besser als laufen. Ja, wir fahren, wie lange fahren wir? Wir fahren 8 Stunden. 7, 8 Stunden, ja. Ja. Und bei 140 ist hier Party bei dem Auto. Das ist echt so. Ich glaube, das wird richtig lustig auf der Autobahn. Ja, das Ding ist halt eigentlich ist es ja ein Campingbus. Also eigentlich könnte man davon. What the fuck? Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass man damit lange Strecken ganz angenehm fahren kann. Also vom Sitzen her ist es auch voll okay. Aber dadurch, dass es halt schon ein älteres Auto ist, ist es halt doch nicht ganz so komfortabel wie im neuen Mercedes oder sowas. So, natürlich erstmal tanken hier. Was nehmen wir denn jetzt hier? Super am besten. Eindeutig super. Für den Diesel am besten super. Ja. Am besten das Gemisch aus. Ja, ich würde da 2 Schläuche am besten reinhängen. Ein bisschen super, ein bisschen Diesel und ein bisschen Ultimate Diesel. Dann hammert es auch. So, die Mischung, die Mischung macht. Die Mischung macht. Dann packen wir dann vielleicht auch nachher. Hast du jetzt noch welche Diesel genommen? Ja, okay. Nee, ich habe jetzt wirklich Ultimate genommen. So, jetzt gibt es hier erstmal noch einen ordentlichen Kaffee hier am Morgen und dann geht's endlich los. So, wir haben jetzt nochmal Auto getankt, Reifenluftdruck nochmal nachgefüllt und so weiter. Und jetzt fahren wir erstmal ein bisschen, jetzt fahren wir Richtung Nürnberg erstmal, gell? Ja. Und dort treffen wir uns mit dem Chris Werner, den kennt ihr ja vielleicht schon irgendwoher. Und mit dem fahren wir dann zusammen dann quasi rüber in die Tschechei zum EXFC. Wie sich's für uns gehört, sind wir natürlich mal wieder viel zu spät dran. Also eigentlich wollten wir schon locker vor einer Dreiviertelstunde losfahren. Ja. Aber hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Also, naja. Ist immer dasselbe. Aber gut, jetzt sind wir immerhin auf dem Weg. Das ist gut. Gerade machen wir mal kurz Pause, weil wir die GoPro installieren wollen. Also ja, anbringen wollen, damit wir ein paar coole Fahrtaufnahmen haben. Wir fahren jetzt noch circa eine Viertelstunde zu dem Rastplatz, wo wir uns mit Chris Werner treffen. Und ja, würde ich sagen, geht's mal weiter, oder? Ja. Ja. Oh, Mr. Crankshaft ist auch am Start. Servus. Mr. Crankshaft. Das ist Mr. Crankshaft. Da. Also, wir sind jetzt hier noch an der Raststätte und fahren auch gleich weiter, aber wir brauchen wahrscheinlich noch so eine Vignette. Deswegen müssen wir jetzt gleich noch in die Raststätte rein. Und eigentlich wollen wir auch noch gucken, ob wir irgendwie so einen kleinen Einmal-Grill oder sowas. Okay, da fliegt gerade irgendwas ziemlich Lautes vorbei. Ja, kann gut sein. Ja, deswegen gehen wir jetzt noch kurz in die Raststätte rein und dann geht's weiter in Richtung Tschechien. Alter, der Maul, Alter. Ich will kein Crankchef machen, hör auf. Hör auf. Crankchef, warte. Ja. Warte. Crankchef, Alter. Ich hab Angst. Oh. Und, also ich muss schon sagen, also so ein Adix geht echt scheiße im Crankchef. Der ist einfach zu kopflastig. Der geht echt scheiße. Ja, weil da was drin ist da oben, im Gegensatz zu dir. Oh.
Zeig das dein Navi an. Rechts. Rechts oder links? Jetzt pass auf, jetzt komme ich gleich wieder. Alle Kevin, was machst du? Bist du mir hinterhergefahren oder was? Ich sehe dich im Rückspiegel. Ja. Stieg ab. Nein, das ist nicht. Ja, und jetzt? Ja, rechts runter? Nein, noch eine weiter. Ja, überhol mich, du Kleinen. Leg dich doch nicht so auf, Mensch. Ja, jetzt fahr, du Pussy. Fahr! So, jetzt hier einfach rechts runter und dann ist alles in Ordnung. Bist du behindert, Alter? Och nö, wie fahren wir denn jetzt hier? Außer da ist wieder die Kurve. Was? Was tust du? Da unten links fahren. Schicker. Och nö, da ist ja überall Sackgasse. Was ist denn los? Hier ist überall Baustelle, da muss halt die Nebenstraßen fahren. Ey, was soll denn das für eine Scheiße sein? Ohne Witz. Och nö. Ja, kommt einfach mit dem Range Rover Supercharge runter. Jetzt pass mal auf. Alles safe. Schau das mal an, Tim. Alles safe. Guck mal, mein Navi will das hier alles einfach. Alles safe. Oh! Ich hab mir fast den Spiegel abgefahren. Alles safe. Guck dir das mal an. Was tust du? Ah, okay, ja. Warte, Kevin. Oh, shit, ey. Junge, der Bach ist auch niemals vorbei. Niemals! Passt da vorbei. Gar kein Stress. Das ist der Flamme am Steuer, Kevin. Ich bin Film, dann bitte, wo wir rumfahren. Wow, Alter, diese Straße, what the fuck. Da platzt mir noch fast der Turbo. Also gut, mein Navi will jetzt da wieder rechts runter und dann geradeaus weiter. Die Mann, Frage ist... Nee, dieser Typ, der versucht da auch da oben zu umfahren. Weil der kommt uns jetzt entgegen, warum das? Wo sind wir hier gelandet? Irgendwo in der tschechischen Pampa. Zu Humni. Lass uns einfach bitte wieder auf die Autobahn fahren. Alter. Ja, genau. Bist du behindert? Um Gottes Willen, wo sind wir hier? Nee, halt mal woanders. Ja, Kevin. Oh shit. Oh mein Gott. Irgendwo versucht den Stau zu umfahren. Aber dann, wo sind wir gelandet? Chris schreit schon irgendwo in der tschechischen Pampa hier. Das ist richtig nervig. Alles klar. Hier seht ihr einen Alter, tollen Navigator, der einfach überhaupt keinen Plan hat. Und Alter, Maul. Warte, ich zeige euch das mal. Das hier gerade so. Wie kann das Ding scharf stellen? Hier. So, schaut mal diese tolle Straße an, die wir dank diesen tollen, wunderbaren Navigator. Und da sind scharfe Hunde drin. Wir haben hier Hunde, die uns umbringen wollen. Alter, jetzt so ohne Witz, wäre da diese scheiß Baustelle nicht gewesen, dann wäre das perfekt gewesen. Ja, wenn da kein Unfall gewesen wäre, hätten wir nicht runterfahren müssen. Man beachte, dass der Zeitunterschied 4 Minuten ist. Ein scheiß 4 Minuten, das, Alter, steht auf deinem Handy. Ein Scheiß, hier, wir wären eigentlich... Handy. Eigentlich. Lass uns teilhaben an deinem Handy. Ach, komm. Tim, was sagst du so dazu? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ja. Irgendwo. Jetzt müssen wir erstmal wieder auf die Autobahn finden. Und jetzt, diese Straßen hier sind echt legendär. Auf jeden Fall. Oh nö. Lass euch reinfahren. Oh nö.
hoffe ja. Hier ist ja. Die Straßen hier sind top 1A. Ja, da kommt nichts. Da vorne ist auch eine Sackgasse. Überall Sackgassen hier. Überall Sackgassen hier. Du musst doch aufs Klo, oder? Ja. Boah, scheiße, wir dürfen wieder auf die Hauptstraße. Leck mich am Arsch. Ja, stimmt, da ist die Hauptstraße. Und wieder Stau hier. Okay, auf der Fahrt kann Chris mal kurz erklären, warum wir ihn alle Mr. Crankshaft nennen. Ah ja, also das war so, wir waren ja auf diesem Flugtag da, sag ich mal, in Stuttgart. Und ich fliege gerne Extreme Flight, die habt ihr auch auf Instagram wahrscheinlich schon gesehen, diese Orange. Ja. Da waren noch zwei andere Piloten da, die diesen Flieger hatten. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, wo wir den Schwerpunkt haben. Also ich habe meinen, glaube ich, 4 cm hinterm Steckungsrohr und der Niklas hatte seinen auf dem Steckungsrohr, glaube ich. Und dann habe ich halt gefragt, wie die so ums Eck geht, weil die halt dann doch relativ kopflastig ist, also wie sie halt Pop-Top macht und Crankshaft. Ja, und dann wurde ich halt so angestrahlt, wegen dem Wort Crankshaft, weil er nicht wusste, was das war. Und dann waren ja dann noch mehr Piloten da und irgendwie wusste so keiner so richtig, was Crankshaft ist. Tim, erklär doch mal, was Crankshaft ist. Oh, Chris filmt während dem Fahren. Das ist eindeutig eine Straftat. Also erklären kann man das nicht wirklich. Ja. Wobei doch sind im Prinzip sind einfach Überschläge. Überschläge einfach nur, ne? Und dazu muss der Flieger hecklastig sein. Ja, genau. Nö, muss er nicht. Doch, muss er schon. Okay. So, wir sind jetzt hier gerade auf irgendeinem Rastplatz. Im Nirgendwo. Ja, da ist ein Restaurant, das hat zu, unter der Woche. Auch okay. An einem ganz normalen Rastplatz. Ja, an einem ganz normalen Rastplatz. Wir müssen jetzt noch ungefähr 2 Stunden fahren bis zum EXFC. Wir standen da vorne ein bisschen im Stau. Dann kamen da noch ein paar Baustellen. Und dann haben wir uns eine tolle Umleitung. Ja, genau. Wir haben uns noch ein bisschen verfahren. Hey, das hätte voll gut geklappt. Guck mal, da war Stau und mein Handy sagt, fahr da raus und fahr durch die Stadt. Und genau da, wo es durch die Stadt geht, war natürlich übel die Baustelle. Ja. Und dann sind wir da 20 Minuten durch irgendeinen Kaff in Tschechien geheizt. Da hätten wir uns auf jeden Fall auch eine halbe Stunde in den Stau stellen können. Ja. Dann haben wir halt beides damit gemacht. Ich meine, man muss ja auf jeden Fall mitnehmen, was man bekommt. Ne? Ja. Genau. Genau. Die ganze Scheiße schneide ich einfach rein. Ich zeig euch mal was. Oh, nö. Also das. Wollt ihr noch was berichten? Jetzt? Ja. Wir fahren jetzt weiter. Tschüss. So Leute, wir haben es fast geschafft. Nach wie vielen Stunden Fahrt jetzt? Noch 7,5, glaube ich. 7,5 und 700 Kilometer sind wir jetzt da. Also gleich da. Gleich da. Jetzt 900 Meter sind wir da. Ja genau, jetzt geht es hier noch die Straße entlang und dann sieht man es schon da oben auf dem Hügel. Ah, what is it? So. Da ist es. Wir haben gerade schon diskutiert, wie am Arsch der Welt kann ein Kaff sein. Das ist hier echt der Wahnsinn. Da fährt man hier durch Dörfer. Das ist echt unglaublich. Mann, jetzt gibt es aber hier so einen Ackerweg. Geht's hier zum besagten Flugplatz. Da hinten fliegt schon was. Und hier geht's rein. So, wir haben es mittlerweile geschafft. Und sind, wie ihr seht, auf dem Flugplatz angekommen. Wir haben sogar geschafft, in den Campingplatz reinzukommen. Das heißt, wir haben hier einen Stellplatz. Die einzige Frage ist nur noch, wie wir an Strom kommen. Aber das schaffen wir irgendwie auch noch. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir uns erstmal umschauen. Irgendwann später. Es ist mittlerweile Samstagabend. Ja, wir müssen zugeben, wir haben seither nicht wirklich was gevloggt. Eigentlich, um nicht zu sagen, gar nichts gevloggt. Lag einfach mit daran, dass wir sehr viel beschäftigt waren mit Filmen. Also ja. Für unser Aftermovie, könnte man sagen. Keine Ahnung. Und ja, dann ist es halt immer schwierig, nebenher noch zu vloggen. Da müssen wir mal das umbauen vom Stativ her und sowas. Hier ist es gerade ziemlich laut, weil zwei Flieger mit Büchsen fliegen. Mit Büchsen, ja. Ja. Hier ist gerade noch der vorletzte Synchron-Durchgang am Laufen. Bisher war es extrem geil. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Ja. Man sieht echt krasse Sachen und die Typen, die fliegen noch verrückter als, ich weiß nicht.
Also das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man sich es nicht mal so angeschaut hat. Keine Ahnung, das ist echt heftig. Ja, gerade haben wir leider echt ein Problem, weil wir haben richtig geile Aufnahmen gemacht heute Abend noch. Und dann hatten wir eine Speicherkarte drin, ja, die anscheinend irgendwie kaputt war oder einen Macken hat oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall sind jetzt einfach die Hälfte der Aufnahmen komplett weg. Die können wir jetzt auch nicht mehr wiederherstellen oder sonst irgendwas und das ist jetzt echt schade. Das ist richtig ärgerlich, ey. Weil da waren nämlich richtig geile Sachen dabei, aber gut, so ist es halt eben. Ja, Tim kopiert jetzt hier gerade noch die restlichen Dateien, die noch vorhanden sind, auf unsere Festplatte, damit die auf jeden Fall mal safe sind. Außer natürlich unsere Festplatte kackt jetzt ab, dann haben wir echt ein Problem. Dann ist wirklich alles an alle Existenz an 3D Bros ist weg. Die ist dann echt weg, ja. Irgendwie sollten wir das vielleicht mal sichern oder so. Ja, sollten wir. Ja, Wetter ist, wie ihr seht, auch extrem geil. Ich habe schon einen Sonnenbrand am Start. Also es ist echt heftig heiß, irgendwie 35 Grad die ganze Zeit oder 30, 35 Grad in der Sonne. Und ja, da gehen wir echt fast ein beim Filmen, aber... Ah, jetzt ist Ruhe, jetzt machen sie gerade Deadstick Landing. Na ja, gut, hat man das nicht mehr gesehen. Ja, ist echt brachial heiß. Hier ist auch Wahnsinn. Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, euch mal vielleicht einfach das Gelände zu zeigen. Das heißt, wir laufen jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Und ja, zeigen mal ein bisschen so den Flugplatz, weil das ist nämlich echt genial. Wie ihr seht, sitzen wir hier auf dem Campingplatz. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Und daneben ist halt direkt das Flugfeld und da oben ist noch so ein Pool und alles. Also das ist echt krass hier. Ist Wahnsinn. Man kann aus dem Pool kann man bei den Flügen zuschauen. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist echt richtig genial. Und gerade bei dem Wetter ist das echt... Ja, ist wirklich okay. Sehr vorteilhaft. Also wie gesagt, zeigen wir euch jetzt noch ein bisschen hier das ganze Flugfeld und alles und ich gehe jetzt mal hoch. Also hier steht unser Campingbus. Hier. Und direkt hier ist halt dann dieser Pool, wo man dann im Prinzip direkt auf das ganze Flugfeld hier schauen kann. Und ja, da gehen wir jetzt einfach mal runter. Ja, hier kommt man im Prinzip runter vom Camp, also das hier alles oben, das komplette Ding hier ist alles Campingplatz sozusagen. Und ja, da drüben ist hier sozusagen diese für die Zuschauer und alles. Und dann kann man hier im Prinzip direkt runterlaufen. So sieht das aus. Ja, und hier ist dann im Prinzip dieses Flugfeld, was extrem geil ist, weil man einfach nichts im Weg hat. Also du kannst einfach komplett hier freie Fläche alles fliegen. Ja, morgen früh wollen wir um 5 aufstehen. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, halt, wir schaffen es nicht. Ich bin echt mal gespannt, ob wir das schaffen. Wir wollen halt so den... Alles klar. Wir wollen halt so den Sonnenaufgang filmen für das Video. Aber ich bin mal echt gespannt, ob wir das schaffen. Keine Ahnung. Ja, hier läuft ziemlich verrückte Musik. Ja. Da hinten geht gerade die Sonne unter, was sehr geil aussieht. Komm, wir laufen mal aus dem Gate raus. Ja, jetzt sind wir hier im Prinzip am Ende von der Piste, wenn man das so sehen kann. Hier gerade genau, jetzt will hier einer rausfahren. Aber du kannst eigentlich mal den Torbogen hier zeigen. Ja. Also das ist so der Haupteingang hier. Hier direkt daneben noch ein kleines Flugzeugmuseum. Hier steht eine MiG, ich weiß nicht genau, was für eine es ist. Und dahinter steht noch eine Milmi, glaube ich. Ja, komm, die zeigen wir auch noch kurz. Ja, die zeigen wir. Ja, genau, hier steht im Prinzip diese MiG. Ja. Und dann steht hier einfach noch so ein Helikopter rum, so ein alter Militärhubschrauber einfach. Und hier ist dann so dieser Parkplatz. Sieht auch gerade richtig cool aus mit der Sonne. Ja, und hier ist dann im Prinzip wieder diese Einfahrt zum Campingplatz. Also im Prinzip sind wir jetzt einmal so außen rum gelaufen. Genau. Also hier ist jetzt im Prinzip der Campingplatz. Wie man hier sieht, gibt es hier sogar so Bungalows, die man sich mieten kann. Im Prinzip kann man sagen, dass das hier echt so ein kompletter Airpark ist, weil das Gelände an sich ist echt riesengroß. Rechts ist jetzt noch das Essenszelt hier.
Und da dahinter sind noch ein paar Aussteller jetzt beim XFC. Und dann geht der Campingplatz eben noch bis ganz da hinten. Also bis hinter die Pistenkante im Prinzip. Wir stehen jetzt im Prinzip oben auf so einer Plattform, wo die ganzen Aussteller sind. Und hier unten ist im Prinzip jetzt der Flugplatz, wo wir gerade lang gelaufen sind. Ja, und hier oben sind dann im Prinzip diese ganzen Aussteller, die halt versuchen, ihre Sachen hier ein bisschen anzupreisen. Da hinten gibt es auch noch T-Shirts, ich denke mal, da holen wir uns morgen wahrscheinlich auch mal. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt echt nicht viel gevloggt. Das liegt einfach mit daran, dass wir dann eigentlich zwei Kameras bräuchten, weil wir können ja nicht die ganze Zeit mit unserem Rig filmen und dann immer schnell umbauen. Dann müssen wir Objektiv umbauen, dann müssen wir das Rig wegmachen und sowas. Das ist echt immer viel Aufwand. Deswegen tut es uns leid, dass wir jetzt nicht so viel gevloggt haben und dass der Vlog vielleicht nicht so viel beinhaltet jetzt. Aber wir versuchen morgen noch ein bisschen was zu vloggen auf jeden Fall. Morgen ist der letzte Tag. Da werden wir wahrscheinlich nur die Finals filmen, die wir dann noch so hochladen. Und vielleicht noch ein paar kleinere Sachen, aber da werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel mit Filmen beschäftigt sein. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Schönen guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt seit 5 Uhr. Ja, doch, seit 5 Uhr wach. Jetzt ist. Wie viel Uhr ist jetzt? Es ist 7.47 Uhr. Und weswegen waren wir seit 5 Uhr wach? Wir haben uns gedacht, wie cool wäre das, wenn wir jetzt einfach mal den Sonnenaufgang filmen. Dumme Idee. Ganz dumme Idee. Also, falls das irgendwann machen will, es lohnt sich nicht. Vor allem, wenn man nicht genau weiß, wo die Sonne aufgeht. Oh, nee. Und dann auch noch die scheiß Kamera, diese scheiß Sonne nicht richtig fokussieren. Ganz dumme Idee. Ja, das hat schon funktioniert, aber so ab und zu hat halt der Fokus mal so rückwärts reingeschissen, wo man sich dann denkt, ja, danke, ne? Das konnten wir leider auch wieder nicht zeigen. Wir sollten uns vielleicht mal überlegen, also ihr könnt uns das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir weiterhin so Vlogs machen sollen, wenn wir irgendwo unterwegs sind und eigentlich ein Hauptvideo für irgendwas anderes drehen. Dann bauen wir vielleicht öfters mal auch so Handyaufnahmen mit ein, weil das würde nämlich eigentlich auch funktionieren. Damit wir wenigstens mal, also mit der Rückkamera zum Beispiel, damit wir wenigstens mal ein bisschen nebenher vloggen können, weil sonst können wir das immer nur erzählen. Das ist irgendwie auch doof. Ja, ja. Gestern war es auch schon wieder krank. Das ist halt hier in Tschechien einfach so. Da waren wir da oben im Pool, saßen da so drin und plötzlich kommt so in 20 Meter irgend so eine Cessna. Was war das? Irgend so ein Bird Dog kommt einfach vorbei mit Smoke, einfach 20 Meter drüber. Vollgas. Ja, also eine echte, einfach, ja, drüber. Ja, also gestern Abend war noch so eine Nachtflugshow hier, das war echt richtig geil. Da kommt jetzt hier einfach mal kurz ein kleiner Ausschnitt. In Tschechien kann man echt einiges machen, ohne dass das irgendwie jemand interessiert, das ist echt krank. Wahnsinn, diese eine extra war einfach unglaublich laut. Und dann fliegen die ja einfach Pulsar und zwar nachts. Das ist Wahnsinn. Also in Deutschland, wenn du sowas in Deutschland machst, dann steht sofort alles da. Steht alles da, ja. Von der Polizei über den Krankenwagen bis zur Feuerwehr, alles. Aber ja. Hier juckt es einfach geil. Ja, und um 9 sind dann jetzt die finalen Flüge. Die werden wir auf jeden Fall komplett filmen und hochladen. Das bedeutet, wir werden jetzt mal alles fertig machen, Akkus laden nochmal und sowas, um die dann alle richtig zu filmen. Und was macht ein richtiger Tim mit einer kleinen Internet? Nein, das, ja, das, zeigt das, das mal, sieht ja. Man, was ich gorgel. Das ist recht. Das ist immer noch, was du gorgelst. Der zockt dieses Google-Spiel da, dieses, wenn man offline ist, kann man dann wahrscheinlich über die Scheißkaktus. Mann, ey, ich hab hier keinen Empfang. Nö, ich bin gestorben. Ach, alles keinen Sinn. Alles keinen Sinn, ne? So, wie ihr seht, ist der Wettbewerb jetzt vorbei. Ja. Hier fliegt zwar gerade noch jemand, aber es ist so ziemlich alles abgebaut und so ziemlich alle sind eigentlich auch abgereist mittlerweile schon. Wir fahren erst morgen heim, weil wir jetzt gar keinen Bock haben, jetzt noch 700 Kilometer zu fahren. Ja. Ja, und deswegen würde ich jetzt sagen, lade ich jetzt ganz schnell meine Akkus, damit ich fliegen kann, bevor es hier wieder irgendwie pisst oder sonst was noch. Das wäre echt scheiße.
Und ja, wir sind gerade schon dabei, die Videos zu schneiden und hochzuladen, weil wir hier Internet haben. Das ist mega geil. Das heißt, die Videos werden wahrscheinlich relativ zügig kommen von den Finals. Ja, das ist wirklich krass. Wir sind hier mitten in der Pampa und es gibt einfach in dem Restaurant hier oder in dem Clubheim oder wie man dazu sagt, gibt es Internet. Dann gibt es auf dem gesamten Campingplatz gibt's Internet. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig krass. Ja. Also für das, dass wir hier irgendwo mitten in Tschechien sind, ist das schon krass. Ja, und hier im Hintergrund, wie ihr seht, wird gerade... Irgendein Franzose und Duncan Brossard fliegt hier mit dem Quadrocopter. Der sitzt da auf der Bank. Zeig das mal schnell. Ja, genau, er verfolgt ihn hier sozusagen gerade mit dem Quadrocopter. Ja, aber jetzt schnell mal Akkus laden, sonst wird es heute nichts mehr. Auf geht's. Gestern sind wir hier noch durch die Stände durchgelaufen, die waren hier aufgebaut. Alles weg, alles schnell abgebaut, bevor es hier richtig angefangen hat zu regnen. So, wir sind jetzt hier gerade noch in so einem Hangar drin, in einem von mehreren hier am Platz. Wie ihr seht, steht hier auch einiges drin. Ja, und hier wird gerade noch Flieger abgebaut. Sieht man, hier wird alles rausgebaut, um das dann in dem Karton hier zu verschiffen. So Leute, nach dem ganzen Tag, jetzt sind wir auch mal an der Reihe. Jetzt fliegen wir mal eine Runde. Hier im Hintergrund noch die... MXS in zwei Nummern größer. Ja, wie ihr seht, ist der Platz jetzt im Prinzip komplett leer. Überall. Es hat gerade noch ein bisschen geregnet, aber das scheint jetzt schon wieder fast zu Ende zu sein. Ja, jetzt ist es gerade noch ein bisschen windig. Wir sind gerade schon mal beide geflogen. Wie ihr seht, haben wir hier ja unsere Props ein bisschen umlackiert, weil da noch ein bisschen was ansteht. Das werdet ihr noch in einem anderen Video sehen. Aber deswegen sind die jetzt nicht wirklich gewuchtet. Dadurch hat sich jetzt bei mir einfach der Motordom vorne ein bisschen gelockert und deswegen kann ich jetzt nicht mehr fliegen. Deswegen hat er jetzt so einen schnieken Schleifsporn hier. Ja, und jetzt fängt es hier richtig an zu regnen, deswegen gehen wir jetzt schnell wieder zurück. So, jetzt zum Schluss machen wir noch was richtig Cooles. Und zwar haben wir euch ja schon gezeigt, hier stehen so alte Flugzeuge rum. Und da kann man halt auch einfach mal rein, also in die Cockpits. Wenn man hier auf Gangster drüber klettert, darf man da rein. Ja, und dann kommt man da. So wie Chris das jetzt im Vorbildlich zeigt drauf. Ja, die anderen waren auch schade drin, also ich denke mal schon, dass das klar geht. Gib mal die Kamera hoch. So. Also ich zeige euch jetzt. Du musst halb drücken zum Fokussieren. Ja. Ich zeige euch jetzt hier mal. Bist du jetzt hier drauf geschrieben, hier oder was? Ja. Alter, das ist ein Kaliber hier. Jo. Das ist. Russische Wertarbeit. Ist ja hier richtig rutschig, Alter. Ja, natürlich. Ja, komm, trau dich, kletter hoch. Okay. Fall aber nicht runter. Ich komm da nicht rauf. Ja, ohne Witz, das ist übel rutschig da oben. Ich höre nur Mimi. Soll ich dir helfen? Ja, Alter, wie bist du da hochgekommen? Also, wo hast du dich festgehalten? Dann hochballern, ja. Ja, als ob. Genau, so. Warte mal. Der Alex hat jetzt auch endlich mal so auf. Viel die mich. Das Teil eigentlich. Ja, ich stand da vorhin auch schon drauf. Alter, pass
Aber es funktioniert. Das habe ich nicht gesehen. Jetzt wäre erstmal unsere Kamera runtergefallen. Ja, also ich zeige euch jetzt mal hier kurz das Cockpit. Ja, ich versuche mal reinzuklettern, ohne abzustürzen. So. So, also wir haben es jetzt in die Mitte geschafft. Also wie ihr sehen könnt, es wurden die ganzen Instrumente alles ausgebaut und der Schleudersitz. Tim hat es auch endlich mal über den Randbogen geschafft. Und sein T-Shirt und alles ist nass. Jetzt ist alles hier im Arsch. Echt so, wir können mit dem Film aufhören. Oh nö. Alles ist im Arsch. Also wie ihr sehen könnt, Schleudersitz wurde ausgebaut. Die Mik ist ja richtig dreckig hier. Hast du erwartet, dass die Hochglanz poliert ist? Ja. Russische Wertarbeit. So, und hier haben wir dann noch einen Heli, den zeigen wir euch dann auch demnächst. Ist das alles scharf, Chris? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, oder? Ja, das ist zu 100% scharf, ich hab's einfach drauf. Natürlich. Ist ja auf jeden Fall krank hier, so ein Mik hat auch nicht jeder in seinem Garten stehen, ne? Auf jeden Fall. Ich würde mal vorschlagen, die zwei Jungs sollen auch mal ins Cockpit klettern. Ich gebe einfach mal kurz die Kamera ab. Ja, gib mir das mal. Alter, wenn du da runterfällst, ist auch nicht so geil. Bitte bring dich nicht um. I try. Oh, geil. Nun, unser Freund mit den russischen Wurzeln. Gib mal. Hier riecht's so richtig. Ja, war die schon mal in so einer Concorde oder sowas? In so einem Museum? Das riecht so richtig nach altem Flugzeug. Ich weiß nicht. Das ist so ein, bestimmter Geruch, gell? So. Aber übel cool, hast du schon gezeigt hier ein bisschen? Ja, natürlich. Ja, warte, setz dich mal rein, ich mach die Haube zu. Oder knie dich hin. Okay. Sicher? Ja, aber in Flugrichtung. Du machst sie wieder ja, auf. Natürlich bist du behindert. Nee, ich lass dich jetzt einfach zu. Nein, da musst du den. Nein, das funktioniert gar nicht. Du musst den dann auch mal den Spiegel erklären da oben. So, hier sind einfach noch Knöpfe. Und whatever. Da oben ist der Spiegel, jetzt musst du den erklären. Ja, mach zu. Oh, Alter. Alter, geil. Okay, das ist cool. Da konnte man dann früher dann einfach sehen, ob hinter einem ein Kampfjet war oder nicht. Also richtig genial hier. Ich das an. So, jetzt hoffe ich komme hier auch wieder raus. Ja. Hey Chris! Ja, mach mal die Scheiße wieder auf! Ja. Haube ist verriegelt! Ja. Wir kriegen leider die Haube nicht mehr auf. Natürlich. Ja, drück doch mal von innen. Ah, Scheiße. Eigentlich habe ich die verriegelt. So, ich bin wieder im Freien. Noch. Was relativ erfreulich ist. Was ich richtig krass finde, die Knöpfe hier alles und diese ganzen Schalter hier und so, die funktionieren halt noch. Im Heli ist noch alles drin. Kann man direkt abheben, ne? So, also ich zeige euch hier mal kurz die Rundumsicht von dieser tollen MIG. Um euch mal die Ausmaße zu zeigen. Okay, der Tim und der Alex ist jetzt nicht so das beste Beispiel dafür, weil die sind halt echt klein. Aber selbst wenn hier Dominik Rudis draufstehen würde, wäre immer noch klein. Ne? So, jetzt Tim versucht rauszuklettern, ohne zu sterben. Festhalten. Auf das Delta drauf. Und ja. So, jetzt muss nur noch irgendjemand die Haube zumachen. Ja, du. Ich? Ja. Okay. Ja, jetzt muss ich nur da hinten rankommen. Oh, shit. So, Chris, der alte Haubenzumacher, der macht jetzt mal kurz die Haube zu. Ah, everyday job, ne? Hier. Jawohl. Wie ihr gelernt habt, man kann diese Haube nur von außen. Halt einmal. Liegender Chris. Ruh! Kur, kur. Ich trau mit. Kur, kur, prum. So, und jetzt gehen wir zum nächsten Kandidat, oder? Ja, jetzt ab zum nächsten. Chill dich mal da rein. Krank. Mal da rein. Krank. Also, ja, geh mal rein. Leute, ihr müsst euch echt mal geben, wie groß das einfach ist. Chris passt da einfach, der kann einfach reinklettern. Jo. Und der ist nicht gerade der Kleinste, also. Kann man da Licht anmachen? Nee. So, also ich bin hier gerade das tolle Triebwerk, also man sieht hier leider nicht so viel.
Du bist das Triebwerk, furz mal vielleicht jetzt auch. Flameout. Flameout. Ich zünd an. Ich glaube, der Tim, der Alex muss sich auch mal kurz reinsetzen. Komm, kletter mal rein. Ich kletter auch mal rein. Dann bin ich hier richtig dreckig danach. Der kleine Strobi ist auch drin. Das ist, wie heißt das, Chris? Was hast du gerade gesagt? Yukubushuku. So, also einer das von euch hier darf jetzt an die Knalle. Das Kranke ist, die haben wir erst auf der Airpower fliegen sehen. Echt? Also die echte, ja, haben wir. Krass. Alex kennt sich mit Fliegern aus. Ich, mein Gott, ich kann doch nicht jeden Heli hier auseinanderhalten. Und wir setzen uns jetzt hier rein. Das ist auch ein Akt hier. Ja, kletter rein. Also das ist im Prinzip wie Motorhaube beim Auto öffnen. Da gibt es im Prinzip auch so ein Stecken. Ja, jetzt kletter rein. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gefährlich ist, wenn man hier reinklettert. Ach, und das Blödsinn, Ding kletter einfach wirklich rein. Okay, ich kletter da jetzt einfach rein. Ich halte es. Ja, sure. Ich weiß nicht, wie viel so eine Kackhaube wiegt. Es tut sich ja weh auf jeden Fall. Ja, kann man hier drauf stehen? Nee. Nee, das hält 500 km/h aus, aber draufstehen ist nicht. Rein in den Russen hier. So, nimm mal kurz die Kamera und wir machen mal den Deckel zu. Ich übernehme jetzt hier. Läuft das noch? Ja. Oh, oh, oh. Haube zu. Ja, mein Job. Und auch bei diesem Heli, Alex. Natürlich, natürlich. Natürlich. Nur von außen. Nur von außen. Öffne, oh. Tschüss. Und zu der Laden. So, Chris demonstriert hier mal die Funktion des Scheibenwischers. Funktioniert 1A. Auf jeden Fall, wie man hier sieht, ist hier noch ein bisschen mehr drin. Zum einen hier der Steuerknüppel, den kann man sogar bewegen. Und hier, wo ich gerade drauf knie, hier noch der volle Sitz. Ich glaube, hier saß früher auch immer der Gunner drin oder hinten, ich weiß es ehrlich. Ja, das sieht mir schon mehr nach Gunner hier aus. Gandalf saß da drin? Nein, der Gunner saß da drin, habe ich gesagt. Gandalf saß in dem Heli. Ich glaube, du musst es mal erklären, was das heißt. Ja. Ein Gunner? Gandalf hat er gesagt. Ja. Nein, ich habe gesagt, hier saß der Gunner drin. Ja, erklär. Gunner. Also ich bin mir nicht sicher, aber nach dem Visier zufolge scheint es hier schon der Gunner gewesen zu sein. Also der Gunner, der hat hier durchs Visier geguckt. Guck mal, durch. Und hat die anderen im besten Fall runtergeschossen. Ne? So. Also Tim schaut jetzt mal durch diesen Bombenschacht. Ja? Mach mal. Da. Was kann man da durchgucken, ne? Ja, natürlich. Nee, funktioniert nicht mehr. Krank auf jeden Fall, wenn man denkt, dass man in so einer Blechbüchse hier einfach in einem Luftkampf verwickelt ist, ist schon fast unvorstellbar. Ja, du warst halt als Erste tot, ne? Ja, genau. Oh, jetzt wieder hier aufpassen, dass nicht die Haube hier runter. Ja, jetzt nimm mal. Hallo, du. Kann man beim Pilotinnen auch drin sitzen? Ja, aber ich will auch erstmal da rein. Chris? Ja? Check mal, ob der Crankshaft kann. Ja. Ich mach wieder Crankshaft. Rein da, sexy ass. Mm. Soll ich mich anschnallen? Klar, anschnallen. Anschnallen immer, Chris. Sicherheit geht vor. Sicherheit geht also, auf jeden Fall vor. Der Geruch ist auf jeden Fall echt geil. Bewegt sich irgendwas? Guck mal. Nee. Als ob sie die ganze Schubstange ausgebaut hätten. Also, geh mal vor, schieß dich ab. So, also ich habe hier gerade eine Steuerkippe mit dem Auslöser, so. Stell dich mal davor, ich schieße jetzt ab. Spaltmaße stimmen hier immer noch. Die stimmen, da zieht es auf jeden Fall nicht rein, man, oder? Da zieht es nicht da rein. Da wird es nicht reinziehen. Du kannst jetzt noch damit fliegen, da hast du warm im Winter. Ja, genau. Ja. Hier alles GFK, ne? Höchst modern. Alter, ist schwer. Jo. Nein, natürlich alles Blech. Aber hier... Ja, das sieht schon deutlich mehr nach Pilot aus. Das ist cool. Das ist richtig cool. Halt mal. Ja, warte. Denkst du, das hält hier? Ja. Kannst du das genau wissen bei so einem Rüsten? Alles ist krank hier oben. Hier ist so ein Ding drin. Gib mal die Kamera. Da bewegt sich was. Ja, irgendwas bewegt sich hier.
Also, wie man hier sieht, hier war mal das Triebwerk drin. Bewegt sich, warte mal, bewegt sich. Ja, oben ein Triebwerk bewegt sich. Ja, ja, hier oben klappert es. Ah ja, ich sehe es. Klar, hier bewegt sich. Crankshaft! Jetzt noch kein Crankshaft. Also, wenn ihr mit einem Heli mal Crankshaft machen wollt, dann ist das schon. Wie machen wir das schon? Voll Seitenruder. Mhm. Voll Pitch. Und dann irgendwie so machen. Zeig mal den Innenraum so ein bisschen. Ja. Hier könnt ihr sogar sehen, hier bewegen sich sogar noch die Instrumente. Und zwar, wenn ich diesen Schalter hier umlege, dann flattert das Instrument hier ein bisschen. Kein Scheiß? Ja. Jetzt. Ja, stimmt, es flattert echt noch ein bisschen. Krank. Guck dir mal das an hier. Richtig heftig. Ja, jetzt sieht man auch wieder was, also werden wir euch das mal zeigen. Echt krank. Hier ist echt noch richtig gut in Stand, du. Ja, bei der MIG wurde alles ausgebaut. Ey, stell dir mal vor, du musst die ganze Scheiße hier bedienen, ohne Witz. Ja. Guck mal, hier unten geht's noch weiter. Ja, dafür hast du oben hier alles frei. Da musst du dich erstmal auskennen, du. Ja, du fliegst hier und dann... Dann geht's hier klack. Was machen wir dann? Was machen wir heute? Machen wir mal ein bisschen hier und der schaut doch verlocken aus. Der schaut echt verlocken aus. Ich meine, der ist extra gesichert, dass wir da nicht aus Versehen hinkommen. Ich glaube, ja, irgendwas und da. Machen, also ich meine, also hier, da können wir so ein bisschen so drehen und machen wir halt mal ein bisschen so. Ne? Bewegt sich da auch was? Guck mal bei den Instrumenten. Ah, alles tot, scheiße. Lad mal die Batterien. Hol mal die Batterien. Hol deinen 6S-Akku. Guck mal da hinten rein, noch irgendwie so richtig Stauraum hat's da noch. Boah, krass. Scharfstellen. Alter, ich muss mich erstmal verrenken, dass ich da hinkomme. Richtig heftig, du. Wollen wir mal da reinklettern? Ich kletter da nicht rein. Aber du kannst gerne reinklettern, wenn du willst. So, für Chris ist das natürlich, oder für unseren Adrenalin-Junkie ist das natürlich nicht genug. Der will jetzt natürlich auf den Heli. Hä, ist voll geil. Logisch, jetzt gehe ich aber hier auch noch rein. Und erst mal wieder runter. Chris, Tim, der alte Sportler. Ich bin richtiger Sportler. Ah! Ja, da bin ich vorhin auch hoch. Hier kann man ja reingreifen. Nein! Da oben hat so Schlaufen. Russen durften nur rein, wenn sie von alleine rein konnten. Yo. Ja, hier könnte ich sogar die Wartungsklappe fürs Triebwerk aufmachen, rein theoretisch. Warte mal. Ja, das geht. Warte. Ich muss nur checken, wie. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Setz dich mal rein. Oh. Yo, wie groß musste man da sein? Größer als du. Also, eins ist klar. Das wäre kein Job für uns gewesen. Ihr seid einfach zu klein. Weil ich erstens kaum aus den Seiten raussehe und nach vorne hin sehe ich gar nichts. Rühr mal, du sollst. Du mach das Crankshaft. Monstrum hat. Mach Crankshaft, Tim, mach okay, Crankshaft. Ich mache. Wow, ich zeig das hier. So, Crankshaft. Also, der Tim zeigt euch jetzt nochmal Crankshaft. Tim, Crankshaft! Okay. Also, wie ihr sehen könnt, sind hier noch die ganzen Andeckungen. Die wurden aber alle abmontiert, weil die Rotorblätter lassen sich auch nicht mehr verstellen und drehen, weil die festgeschweißt wurden. Schade. Hier waren die Triebwerke drin. Boah. Herzlich. So, ich zeige euch hier nochmal eine Rundumsicht. Hier ist die kleine MIG. Hier der kleine Alex. Da der kleine Timmy. Der kleine Chris. Also, wie kommst du da wieder runter? Kletter-Action. Hau mal ab, du Lump. Du sollst abhauen mit deinem Mann. Hui. Sir, steigen Sie aus. Ah ja, okay. Ich gehe jetzt zum Rotorkopf. What are you doing? Weil ich muss den Rotorkopf jetzt warten. Gut, dass man jetzt noch so viel sieht, auf jeden Fall. Ja. Wenn es nicht auf die Fresse liegt, sieht man es auch, wenn es dunkel ist. Fresh. Ja? Okay, das heißt Abbruch. Nein! Ich muss den Rotorkopf später warten. Bin ich? Hier oben ist voll richtig dünnes Eis, dünnes Blech. Halt dich aus. Also die Russen, das haben wir jetzt heute gelernt. Also, Helikopter
und Flugzeuge von den Russen kann man nur von außen öffnen. Alter, der Typ. Aus Eis. Aus Eis. Aus Eis, wir haben wieder was gelernt. Und richtig dünnes Eis. Richtig dünnes Eis. Richtig dünn. Und wie geht es der Heli im Crankshaft? Ja, weißt du, der Schwerpunkt, der ist einfach zu kopflastig. Bisschen behäbig, oder? Deutlich zu kopflastig, vor allem wenn Chris drin sitzt. Ah, ja. Ja, aber ich kann wenigstens rausschauen. Du brauchst deinen Kindersitz. Ja, ich brauche meinen Kindersitz in dem Heli. Gerade eben, auf dem Video. Achso, ja, ich fertig machst hier. Ich mach's ihn gar nicht fertig. Kommt mal, warte, ich zeig euch das mal. Lass mal. Schaut euch mal, es ist zwar dunkel, aber schaut euch mal diesen lieben Kerl an. Also, ich weiß ja nicht, wie man den Berg hier. Jetzt hört's aber auf hier. Also, ich meine, die Hände sind so. Also, jetzt wird's hier so langsam krank hier im Vlog. So, und ich komme jetzt hier wieder runter. Ja, die Hälfte ist eh dunkel und sieht man nicht. Ja. I'm a proper Milmi-Pilot. Milmi-Pilot? Milf-Pilot bist du? Ja. Ein proper Milf-Pilot. Also, oh, nö. Jetzt steckt die Tür hier wieder fest. Diese Spaltmaße schon wieder. Also, auch wenn man jetzt nichts mehr sieht, oder kaum noch was sieht, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal was essen und dann machen wir noch die Videos fertig und sowas. Heute geht es dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen früher ins Bett, weil wir fahren morgen relativ früh los. Und ja, der Himmel da hinten sieht extrem geil aus. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und der kleine Ausschnitt hier vom EXFC war ja vielleicht doch noch ganz lustig. War es doch noch ganz lustig hier mit dem Russengarten. Mit dem Russengarten, genau. Ja, und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.